So, wie geht es heute mit dem Fasten? Es sind jetzt 2 weitere Tage vergangen und ich habe am zweiten Tag ist mir schon eingefallen, dass ich den Einlauf vor dem Fasten vergessen habe. Das ist leider fatal und essentiell. Der Darm muss leer sein für den Fasten, sonst vergiftet einen der Restkot im Darm in den nächsten Tagen. Und am vierten Tag, aber das Trockenfasten wäre halt gebrochen, wenn man halt nicht einen Wassereinlauf macht, weil der Darm halt davon einige Flüssigkeit resorbiert. Am vierten Tag war der Drang aber ziemlich stark nach einem Einlauf, dann habe ich den auch gemacht. Und somit ist jetzt nach 4 Tagen das Trockenfasten schon gebrochen. Letztes Mal hatte ich 5 Tage gemacht, hatte ich ja auch ein Video zu gemacht gehabt. Und jetzt mache ich halt mit Wasser weiter, aber auch mit Kokosnüssen. Ich kann die von Dr. Görg nur empfehlen. Die ganzen anderen Kokosnüsse von Kokonau oder sowas, die man bekommt, die sind pasteurisiert. Die haben dann eine komplett weiße Schale, damit die halt auch weiß bleiben, sind die geblichen und pasteurisiert, also keine Rohkost mehr. Die von Orcos oder Passion for Fruit sind vergleichsweise zu teuer. Die haben eigentlich schon beste Qualität und durch die grüne Schale sind die auch nicht empfindlich, weil durch dieses Weiße kommt, ja, diffundiert sozusagen Luft und dann oxidiert das ein bisschen. Das passiert dann mit der grünen Schicht auch nicht, auch wenn es jetzt nicht komplett bedeckt ist. Ja, das Kokosfleisch ist jetzt halt noch drin, das sind nur 30 Gramm pro Kokosnuss, aber ich werde das trotzdem gleich noch rausholen. Und das im Dörrautomaten dann trocknen, damit das ein bisschen haltbar ist. Ob ich das dann verwende oder halt für die Mitbewohner an die verfüttert, das weiß ich noch nicht. Da kann man dann gut sowas wie eine Rohkostpizza, so einen Pizzateig draus machen. Oder halt einen Rohkostdöner oder einfach einen Wrap oder einen Pfannkuchen, nur ohne Pfanne. Und ja, davon habe ich jetzt 3 Stück sozusagen getrunken. Und da sind immer ca. 300 Milliliter Kokoswasser drin. Das ist recht ja, durchsichtig, aber trotzdem ein bisschen getrübt, sage ich mal. Ich habe aber gemerkt, dass mir halt zwei eigentlich gereicht haben. Also das nächste Mal werde ich dann einfach nur 2 nehmen. Und ja, so eine Kokosnuss kostet ca. 2,50 €. Da gibt es momentan Rabatt. Liefern auch Versand kostenfrei ab 29 €. Und dann wäre ich dann sozusagen auf 5 Euro am Tag und das gönne ich mir jetzt auf jeden Fall noch. Also ich habe mir eine Kiste mit 9 Stück bestellt. Zum Ausprobieren jetzt erstmal werden wir jetzt noch 2 Kisten bestellen, sodass ich dann insgesamt, also ein Trockenfastentag entspricht von Effektivität 3 Wasserfastentagen. Das heißt, damit hätte ich 12 Tage und ich wollte ungefähr so 28 Tage machen, umgerechnet sozusagen. Also hätte ich jetzt noch circa ja, 14 Tage sozusagen übrig und mit 2 Kisten und den restlichen 6 werde ich dann genau damit ja, durchkommen, sodass ich, wenn ich halt 2 am Tag verwende, wäre dann halt bei 5 Euro am Tag circa. Das hätte ich mir jetzt auf jeden Fall mal gönnen. Alternativ kann man auch Gurken nehmen, also Gurkensaft. Dass man dann 2, 3 Gurken nimmt oder 2 am Tag 2 Gurken, aber eine Gurke kostet hier in Bioqualität auch schon 2 Euro. Und das habe ich noch nicht ganz gelernt, so lange in diesem ja, in der Hocke zu verweilen. Und ja, auf dem Markt weiß ich es noch nicht, weil ich noch kein Bargeld habe. Das habe ich erst ab nächsten Mittwoch frühestens. Bin ich auch da mal gucken und die Qualität checken, auch von den Gurken. Gurken sind auch sehr zu empfehlen und auch wenn man es nicht ahnen mag, sehr nahrhaft und mineralreich und vitaminreich. Ja, ansonsten kann auch sein, dass ich denke mal, dass ich es aber so machen werde, dass ich das Fasten direkt mit so ein bisschen Säfte integriere, die auch Leber und Galle und Entgiftung unterstützen sogar noch. Also zusätzlich beim Fasten, aber ich wollte es halt so machen, dass ich maximal 200 Kalorien zu mir nehme in Form von Säften. Dann ist das sozusagen für den Körper noch wie ein Wasserfasten. Dann sind das nicht genug Kalorien, sage ich mal, um irgendwas Nährendes zu bewirken. Das heißt, dass ich dann zum Beispiel mal 3 Grapefruits nehme, die haben ganz gut Bitterstoffe,
die Leber unterstützen. Oder sich halt nur drei Äpfel nehmen oder dann zu Löwenzahnblätter. In Saftem auch sehr viel Bitterstoffe. Zudem haben die meisten Wildkräuter sogar bioaktives B12, was die wenigsten wissen. Vitamin B12, dann haben wir etliche Stoffe drin, Chlorophyll natürlich, um den Gipfel zu unterstützen. Silizium oder Kieselsäure. Und da waren auch noch ein paar andere Sachen, Jod jetzt nicht, Mangan glaube ich. Auf jeden Fall noch ein paar andere essentielle Sachen, die in Früchten so nicht zu finden sind. Aber allgemein jetzt erstmal für die Entgiftung, die Leber vor allen Dingen, wollte ich das dann integrieren, dass ich dann zum Beispiel auch mal Zucchini entsafte, die sind auch ganz gut dafür, Kopfsalat hat auch Bitterstoffe. Dann habe ich hier jetzt noch schwarzen Rettich, die haben Senföle, ganz gut Senföle, besonders der schwarze Rettich. Werde ich auch mal in Kombination entsaften mit zum Beispiel rote Beete oder Karotte. Rote Beete ist auch sehr, sehr gut. Ich kann euch jetzt nicht ganz genau sagen, spontan, was da drin ist. Ich habe mir vorhin durchgelesen alles, aber alles auf einmal konnte ich mir jetzt nicht so schnell merken. Ansonsten verlinke ich euch mal von Dr. Norman Walker die entsprechende PDF, wo das drin steht, welche Lebensmittel welche Wirkung haben. Also an rohen Obst und Gemüse, auch nur in der Rohform dann. Also gibt es einige, also wirklich etliche Lebensmittel, besonders auch Zitrusfrüchte, aber Äpfel auch, sehr, sehr viele Gemüsesorten. Und da werde ich besonders, aber auch Karotte, also besonders Karotte und rote Beete sollen so am besten sein. Und da werde ich mir auf jeden Fall dann Säfte draus machen, maximal 200 Kalorien halten, dann halt mit ja, Wildkräuter entsaften, weil die halt einen sehr, sehr hohen Wert haben und seltene Stoffe auch haben, auch sekundäre Pflanzenstoffe, die man halt so nicht findet. Das werde ich halt alles zur Unterstützung der Heilung, des Wiederaufbaus und der Entgiftung des Körpers einnehmen, obwohl ich halt sonst halt nur Früchte zu mir nehme, aber da finde ich es dann halt ganz sinnvoll und in Form von Säften ist das auch noch okay auf jeden Fall. Ja, also maximal 200 Kalorien, entweder solche Säfte oder abwechselnd halt zwei Kokosnüsse oder halt zumindest so, also zwei Kokosnüsse. Kokoswasser hat pro 100 Milliliter 24 Kalorien, 3,4 Gramm Zucker. Bei zwei Kokosnüssen wäre ich bei ca. 500 bis 600 Milliliter. Das sind dann 120 bis 140 Kalorien. Ja, vielleicht hätte dann halt nochmal so ein bisschen Rettichsaft mit Wildgrün oder so. Weiß ich nicht. Genau, also auf die Idee mit den Kokosnüssen bin ich auch deshalb gekommen, weil ich halt auch erstmal auf dieses normale Wasser verzichten wollte, selbst wenn es gefiltert und energetisiert ist. Auch selbst wenn es destilliert und energetisiert ist. Wasser ist immer anorganisch und anorganisch ist für den Körper immer ein Aufwand, das zu nutzen. Und wenn das Wasser halt von Pflanzen absorbiert wird und man das dann wieder extrahiert durch schonende Pressung oder eben ohne Pressung bei Kokosnüssen, ist das halt ein viel hochwertigeres, das hochwertigste Wasser, was man so bekommen kann. Und da ist halt Gurkensaft und Kokos, Nusswasser oder Gurkenwasser, kann man sogar sagen, ist so sozusagen das Beste und das Reinste und voll organisch. Aber ich werde dann halt auch noch diese anderen Gemüse- und Obstsorten entsaften, aber halt versuchen, kein zusätzliches Wasser zu trinken. Bei zusätzlichem Wasser nehme ich dann halt immer zwei Kokosnüsse und habe damit dann halt noch 600 Milliliter Wasser halt im System. Das heißt, dass ich mir dann zwei Kisten wahrscheinlich noch bestellen werde, sind dann ca. 70 Euro für 2 Wochen. Das geht auf jeden Fall. Wenn man das jetzt hochrechnet auf einen Monat, wäre ich bei 140 Euro. Das könnte ich mir jetzt auf jeden Fall mal. Wollte ich sonst noch was sagen? Von Dr. Web, die Kokosnüsse. Hat die sonst noch irgendwelche Vorteile? Nö. Also, fällt mir gerade nicht ein. Auf jeden Fall kann ich die ganzen anderen Kokosnüsse nicht so sehr empfehlen. Ja, egal. Dann steht mir jetzt auch noch 3 Stunden Gartenarbeit davor. Und damit verabschiede ich mich für dieses Video. Ciao.